Den Super-Champion der außergewöhnlichsten Sportart. Zwei neue sportliche Betätigungen haben wir schon kennengelernt. Speed-Badminton, was man von Haus zu Haus spielen kann, und gestern Motoball, also Fußball mit Motorrädern gespielt. Sven Tietzer ist heute auf dem Oldenburger Unigelände fündig geworden. Sven, wie außergewöhnlich ist es denn diesmal? Außergewöhnlich wird es in jedem Fall, denn wir sind beim Jugger zu Gast. Jugger sagt Ihnen nichts, mir auch nichts. Das hier schon mal ist der Spielball. Und jetzt geht das los. Möge die dunkle Seite der Macht gewinnen. 3, 2, 1. Beim Jugger spielen zwei Teams gegeneinander. Es gibt jeweils einen Läufer, der versucht, den Spielball ins Nest des Gegners zu legen. Die anderen versuchen, ihn mit Stöcken und Ketten daran zu hindern. Das hier ist sozusagen gerade ein Tor. Christoph, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Warum spielt man das Spiel? Um irgendwie Aggressionen abzubauen? Oder? Nein, weil es Spaß macht. Also das Spiel an sich macht sehr viel Spaß. Man kann sich ausbauen, man kann laufen, aber wirklich aggressiv ist das Spiel nicht. Man ist ja gepolstert. Und die meisten von euch sind Studenten? Studieren. Ich selbst bin Beamter, Archivar. Wir haben aber auch Schüler bei uns. Also im Prinzip alles vertreten. Als Archivar braucht man so einen kleinen Ausgleich. Richtig, schon Ausgleich. Warum dann nicht sowas hier? Ich will die nicht aufhalten. Christophs Brille ist übrigens keine Spezialausrüstung, sondern im Gefecht kaputt gegangen. Oh, sorry. Hier, Jan, du bist der Mann an der Kette. Du hast das eben voll abgekriegt, das Ding, ne? Ins Gesicht. Das tut nicht weiter weh, das geht eigentlich. Also, man merkt es kurz und dann vergisst man es wieder und dann geht's gleich weiter. Jawohl, und du bist derjenige an der Kette? Genau, ich bin Kettenspieler. Also die Kette selbst ist ja, wie man hier sieht, super weich. Da kann auch nicht großartig passieren. Kann mal passieren, dass man da jemanden trifft, aber... Früher waren das dann so echte Ketten und Betonstäbe, oder wie war das? Im Film selber sind das richtig Ketten, richtig Metallketten. Eure Vorlage für diesen Sport ist ein Film? Genau, das heißt die Jugger, Kampf der Besten. Und da war es richtig so mit Stacheldraht und die Waffen und sowas. Aber wir treiben hier Sport, wir wollen hier keinen Mord begehen. So, und wir müssen das mal ganz kurz erklären. Ihr seid sogar ein Verein und du bist erster Vorsitzender. Genau, wir sind seit Mitte 2006 Verein, wir sind gemeinnützig und ich bin Vorsitzender. Es ist ein Sport, wie man bei mir aussieht, wo man auch als Übergewichtiger sehr leicht reinkommt. Ja, und wo es nicht so wehtut, wenn man dann mal die Kette abkriegt, ne? Genau. Auf geht's. Ist ein Spieler mal getroffen, muss er für ein paar Sekunden zur Strafe am Boden bleiben. Auch Frauen sind von der Keilerei infiziert. Die Jungs sind ja auch ein bisschen anders drauf, ne? Ist es vielleicht auch das, liebäugelst du da so ein bisschen, oder? Absolut gar nicht. Ah, okay, verstehe. Wenn wir ein kleines Fazit ziehen, dann ist Jugger ein Sport für Leute, die sonst nicht so sportlich interessiert sind. Ist es überhaupt ein offizieller Sport, Christoph? Da sind sich die etablierten Verbände zurzeit nicht einig. Es gibt Bundesländer, wo es akzeptiert ist und hier in Niedersachsen kämpfen wir gerade um unsere Anerkennung. Wir warten ab. Einen Schlachtruf habt ihr auch, ne? Ja. Wir sind keiner! Keiner ist geiler! Jawohl. Keiner ist geiler. Na, warten wir es ab. Es kommen ja noch zwei Kandidaten für den Super-Champion.